EA Pop Productions. EA Pop Productions liest Sagen des klassischen Altertums, gesammelt von Gustav Schwab. Die Argonautensage. Heute Jason und Medea. Während Argos mit der glücklichen Nachricht nach dem Schiffe der Helden eilte, als kaum das Morgenrot den Himmel erhellte, war die Jungfrau schon vom Lager aufgesprungen, band ihr blondes Haar auf, das bisher in Trauerflechten heruntergehangen, wischte Tränen und Harm von den Wangen und salbte sich mit köstlichem Nektaröl. Sie zog ein herrliches Gewand an, das schön gekrümmte goldene Nadeln festhielten, und warf einen weißen Schleier über ihr strahlendes Haupt. Alle Schmerzen waren vergessen. Mit leichten Füßen durcheilte sie das Haus und befahl ihren jungen Dienerinnen, deren 12 in ihren Frauengemächern waren, schnell die Maultiere an den Wagen zu spannen, der sie nach dem Tempel der Hekate bringen sollte. Inzwischen holte Medea aus dem Kästchen die Salbe hervor, die man Prometheusöl nannte, wer, nachdem er die Göttin der Unterwelt angefleht, seinen Leib damit salbte, konnte an jedem Tage von keinem Schwertstreiche verwundet, von keinem Feuer versehrt werden. Ja, er war den ganzen Tag an Kräften jedem Gegner überlegen. Die Salbe war aus dem schwarzen Saft einer Wurzel bereitet, die aus dem Blute emporgekeimt war, das aus der zerfressenen Leber des Titanensohnes auf die Heiden des Kaukasus geträufelt war. Medea selbst hatte in einer Muschel den Saft dieser Pflanze als kostbares Heilmittel aufgefangen. Der Wagen war gerüstet. 2 Mägde bestiegen ihn mit der Herrin, sie selbst ergriff Zügel und Peitsche und fuhr, von den übrigen Dienerinnen zu Fuß begleitet, durch die Stadt. Überall wich der Königstochter das Volk ehrerbietig aus dem Wege. Als sie durchs freie Feld am Tempel angekommen war, flog sie mit gewandtem Sprunge vom Wagen und sprach zu den Mägden mit listigen, verstellten Worten. »Freundinnen, ich habe wohl schwer gesündigt, dass ich nicht fern von den Fremdlingen geblieben bin, die in unserem Lande angekommen sind. Nun verlangt gar meine Schwester und ihr Sohn Argos, ich solle Geschenke von ihrem Führer annehmen, der die Stiere zu bändigen versprochen hat, und ihn mit Zaubermitteln unverwundlich zu machen. Ich aber habe zum Scheine zugesagt und ihn hierher in den Tempel bestellt, wo ich ihn alleine sprechen soll. Da will ich die Geschenke nehmen, und wir wollen sie nachher untereinander verteilen. Ihm selbst aber werde ich eine verderbliche Arznei reichen, damit er umso gewisser zugrunde geht. Entfernt euch indessen, sobald er kommt, damit er keinen Verdacht schöpfe und ich ihn allein empfangen kann, wie ich es verheißen habe.« Den Mägden gefiel der schlaue Plan. Während diese im Tempel verweilten, machte sich Argos mit seinen Freunden Jason und dem Vogelschauer Mopsos auf. So schön war kein Sterblicher, ja keiner der Göttersöhne zuvor je gewesen, wie heute des Zeus Gemahlin ihren Schützling Jason mit allen Gaben der Huldgöttinnen ausgerüstet hatte. Seine beiden Genossen selbst, so oft sie ihn unterwegs betrachteten, mussten über seine Herrlichkeit staunen. Medea war unterdessen mit ihren Mägden im Tempel, und obwohl sie sich die Zeit mit Singen verkürzten, so war doch ihr Geist in ganz anderen Gedanken, und kein Lied wollte ihr lange gefallen. Ihre Augen weilten nicht im Kreise ihrer Dienerinnen, sondern schweiften durch die Tempelpforte verlangend über die Straße hinaus. Bei jedem Fußtritt oder Windhauch richtete sich ihr Haupt begierig in die Höhe. Nicht lange, so trat Jason mit seinen Begleitern in den Tempel, hoch einherschreitend und schön wie Sirius dem Ozean entsteigt. Da war's der Jungfrau, als fiel ihr das Herz aus der Brust. Nacht war vor ihren Augen, und mit heißem Rot bedeckte sich ihre Wange. Inzwischen hatten sie die Dienerinnen alle verlassen. Lange standen der Held und die Königstochter einander stillschweigend gegenüber, schlanken Eichen oder Tannen ähnlich, die auf den Bergen tief gewurzelt in Windstille regungslos beieinander stehen. Plötzlich aber kommt ein Sturm, und alle Blätter zittern in rauschender Bewegung. So sollten, vom Hauch der Liebe angeweht, sie bald viel bewegte Worte tauschen. »Warum scheust du mich?« so brach Jason zuerst das Schweigen. »Nun, da ich alleine bei dir bin, ich bin nicht wie andere prahlerische Männer und war auch zu Hause nie so. Fürchte dich nicht zu fragen und zu sagen, was dir beliebt. Aber vergiss nicht, dass wir an einem heiligen Orte sind, wo Betrügen ein Frevel wäre.
Darum täusche mich nicht mit süßen Worten. Ich komme als ein Schutzflehender und bitte dich um die Heilmittel, die du deiner Schwester für mich versprochen. Die harte Notwendigkeit zwingt mich, deine Hilfe zu suchen. Verlange, welchen Dank du willst, und wisse, dass du den Müttern und Frauen unserer Helden, die uns vielleicht schon am Ufer sitzend beweinen, durch deinen Beistand die schwarzen Sorgen zerstreuen und in ganz Griechenland Unsterblichkeit erlangen wirst. Die Jungfrau hatte ihn ausreden lassen. Sie senkte ihre Augen mit einem süßen Lächeln. Ihr Herz erfreute sich seines Lobes, ihr Blick erhob sich wieder, die Worte drängten sich auf ihre Lippen, und gerne hätte sie alles zumal gesagt. So aber blieb sie ganz sprachlos, wickelte nur die duftende Binde von dem Kästchen ab, das Jason ihr eilig und froh aus den Händen nahm. Sie aber hätte ihm auch freudig die Seele aus der Brust gegeben, wenn er sie verlangt hätte. So süße Flammen wehte ihr der Liebesgott von Jasons blonden Haupte zu. Ihre Seele war durchwärmt, wie der Tau auf den Rosen von den Strahlen der Morgensonne durchglüht wird. Beide blickten verschämt zu Boden, dann richteten sie ihre Augen wieder aufeinander und schickten sehende Blicke unter den Wimpern hervor. Erst spät und mit Mühe hob die Jungfrau an: »Höre nun, wie ich dir Hilfe schaffen will. Wenn dir mein Vater die verderblichen Drachenzähne zum Säen überliefert hat, dann bade dich einsam im Wasser des Flusses, begleite dich mit schwarzen Gewändern und grabe eine kreisförmige Grube. In diese errichte einen Scheiterhaufen, schlachte ein weibliches Lamm und verbrenne es ganz darauf. Dann träufle der Hekate ein Trankopfer süßen Honigs aus der Schale und entferne dich wieder vom Scheiterhaufen. Auf keinen Fußtritt, auf kein Hundegebell kehre dich um, sonst wird das Opfer vereitelt. Am anderen Morgen salbe dich mit diesem Zaubermittel, das ich dir hier gereicht habe. In ihm wohnt unermeßliche Stärke und hohe Kraft. Du wirst dich nicht den Männern, sondern den unsterblichen Göttern gewachsen fühlen. Auch deine Lanze, dein Schwert und deinen Schild musst du salben, dann wird kein Eisen in Menschenhand, keine Flamme der Wunderstiere dir schaden oder widerstehen können. Doch wirst du so nicht lange sein, sondern nur an jenem einen Tage. Dennoch entziehe dich auf keine Weise dem Streit. Ich will dir auch noch ein anderes Hilfsmittel in die Hand geben. Wenn du nämlich die gewaltigen Stiere eingespannt und das Brachfeld durchpflügt hast und schon die von dir ausgesäte Drachensaat aufgegangen ist, so wirf unter sie einen mächtigen Stein. Um diesen werden jene rasenden Gesellen kämpfen wie Hunde um ein Stück Brot. Indessen kannst du auf sie einstürzen und sie niedermachen. Dann magst du das goldene Vlies unangefochten aus Kolchis mit dir nehmen. Dann magst du gehen. Ja, gehe nur, wohin dir zu gehen beliebt.« So sprach sie, und heimliche Tränen rollten ihr über die Wange hinab, denn sie dachte daran, dass der edle Held weit fort über die Meere ziehen werde. Traurig redete sie ihn an, indem sie ihn bei der Rechten fasste, denn der Schmerz ließ sie vergessen, was sie tat. »Wenn du nach Hause kommst, so vergiss nicht den Namen Medeas. Auch ich will deiner, des Herrn, gedenken. Sage mir auch, wo dein Vaterland ist, nach welchem du auf deinem schönen Schiffe zurückkehren wirst.« Mit diesen Reden der Jungfrau bemächtigte sich auch des Helden eine unwiderstehliche Neigung, und er brach in die Worte aus: »Glaube mir, hohe Fürstin, dass ich, wenn ich dem Tode entrinne, keine Stunde bei Tag und bei Nacht dein vergessen werde. Meine Heimat ist Iolkos in Haimonien, da, wo der gute Deukalion, der Sohn des Prometheus, viele Städte gegründet und Tempel gebaut hat. Dort kennt man euer Land auch nicht mit Namen.« »So wohnst du in Griechenland, Fremdling«, erwiderte die Jungfrau. »Dort sind die Menschen wohl gastlicher als hier bei uns. Darum erzähle nicht, welche Aufnahme dir hier geworden, sondern gedenke nur in der Stille mein. Ich werde dem gedenken, wenn alles dich hier vergäße. Wärest du aber imstande, mein zu vergessen, oh, dass dann der Wind einen Vogel aus Iolkos herbeiführte, durch welchen ich daran erinnert werden könnte, dass du durch meine Hilfe von hier entronnen bist. Ja, wäre ich dann vielmehr selbst in deinem Hause und könnte dich mahnen.« So sprach sie und weinte. »O du Gute«, antwortete Jason, »lass die Winde flattern und den Vogel dazu, denn du sprichst Überflüssiges. Aber wenn du selbst nach Griechenland und in meine Heimat kämest,
Oh, wie würdest du von Frauen und Männern verehrt, ja wie eine Gottheit angebetet werden, weil ihre Söhne, ihre Brüder, ihre Gatten durch deinen Rat dem Tode entronnen und fröhlich der Heimat zugegeben sind. Und mir? Mir würdest du dann ganz gehören, und nichts sollte unsere Liebe trennen als der Tod. So sprach er. Ihr aber zerfloß die Seele, als es solches hörte. Zugleich stand vor ihrem Geiste alles Schreckliche, womit die Trennung vom Vaterlande drohte, und dennoch zog es sie mit wunderbarer Gewalt nach Griechenland, denn Hera hatte es ihr ins Herz gegeben. Diese wollte, daß die Kolcherin Medea ihr Vaterland verlassen und zu des Pelias Verderben nach Iolkos kommen sollte. Inzwischen harrten in der Ferne die Dienerinnen still und traurig, denn die Zeit war längst da, wo die Fürstin nach Hause zurückkehren sollte. Sie selbst hätte die Heimkehr ganz vergessen, denn ihre Seele erfreute sich der trauten Rede, wenn nicht der vorsichtigere Jason, wiewohl auch dieser spät, so gesprochen hätte. Es ist Zeit zu scheiden, dass nicht das Sonnenlicht früher scheide als wir und die anderen alles inne werden. Lass uns an diesem Ort wieder zusammenkommen.